Guck mal, hier mag einer unseren Hintergrund so überhaupt nicht, weil der ist ihm viel zu unseriös. Das ist mir noch nie aufgefallen. Naja. Ah. Ja, also jetzt, wo er es sagt, ich muss schon sagen, schwarz ist relativ unseriös. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr müsstet neben jemandem mit schwarzem Hintergrund leben. Oh, das würden die meisten Leute nicht wollen. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der AfW, die Alternative für Witze. Ja, da müssen wir noch irgendwas machen, oder? Nee. Ah, ich habe eine gute Idee. Sekunde. Eins, acht. Hallo, Sendezentrale, Sendung hier. Wir bräuchten mal plus eins Seriosität für den Hintergrund, bitte. Jo, danke. Kommt gleich. Mhm. Ujo. Ja, ja, ne? Fühlt sich seriöser an, ja. Diese Woche spekulieren wir über die E3, sagen euch unsere Meinung zu The Witcher 3 Blood and Wine und erzählen euch von einem Cheater, der wütend wurde, weil ihn niemand gebannt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu der seriösesten Sendung am Samstag oder wenn Sie On Demand gucken, da ist dann für Sie Samstag jeden Tag. Das da ist der Florian und das da ist der Frodo. Und das da ist der Robin und es ist Juni und das heißt, die Vorfreude, die steigt, aber nicht, weil die Sonne rauskommt und man endlich raus kann. Nein, weil man endlich rein kann, denn in zwei Wochen findet sie schon statt, die wichtigste Spielemesse der Welt, die Games, die E3. Ja, vom 14. bis zum 16. Juni findet die mal wieder statt in Los Angeles. Die ganzen Publisher auf der Welt stellen dort ihre neuen Produkte vor. Wobei man da aber sagen muss, der E3 geht es dieses Jahr gar nicht mal so gut. Mit EA und Activision fehlen zwei der größten Publisher der Welt. EA hat seine eigene Messe, die EA Play, die kurz davor stattfindet. Und Activision wird nur Call of Duty Infinity Warfare vorstellen, aber das dann bei Sony. Tja, trotzdem, die Vorfreude ist groß und man ist weiterhin gespannt. Deshalb wollen wir heute ein bisschen zusammen mit euch spekulieren, welche Spiele werden zu sehen sein, welche vielleicht auch nicht. Was wird eventuell überraschend angekündigt? Was fällt eventuell weg? Wir sind gespannt und worauf freuen wir uns am meisten? Hafer 3! Fertig! Folge ist vorbei. Was direkt mal auffällt, viele unserer Favoriten aus dem letzten Jahr Gamescom und E3 stehen immer noch auf der Liste. So bringt Ubisoft zum Beispiel immer noch For Honor und Ghost Recon Wildlands raus. Ja, und Horizon Zero Dawn ist auch immer noch nicht draußen. Genauso wie Dishonored 2, genauso wie Deus Ex Mankind Divided, genauso wie No Man's Sky, genauso wie Mass Effect Andromeda. Und zum Beispiel auch Mafia 3, was auf der Gamescom angekündigt wurde, auch immer noch dabei. Genauso wie Final Fantasy 15 und Legend of Zelda, was sogar schon 2014 angekündigt wurde. Auch schon aus dem letzten Jahr bekannt, gute alte Bekannte aus 2015 und mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht eventuell dieses Jahr wieder mit dabei sind Spiele wie Gears of War 4, Elder Scrolls Legend, The Last Guardian, Shenmue 3, wo mir als ehemaligem Dreamcast-Veteran ja das Herz aufgeht. Dann haben wir Kingdom Hearts 3 oder Drachenkloppe, nämlich Scalebound, ReCore und eventuell auch endlich das Final Fantasy 7 HD Remake. Dieses Jahr sieht hingegen etwas weniger spektakulär aus. Klar, wir haben Battlefield 1 und Titanfall 2, die sehen wir aber nicht auf der E3, sondern auf der EA Play. Und dann haben wir noch Call of Duty Infinite Warfare, Civilization 6, Halo Wars 2 und Vampire, das neue Spiel von den Life is Strange machen. Ja, genau. Und das war's auch schon. Ja. Es gibt zumindest noch ein paar Sachen, die angekündigt werden. Zum Beispiel wird Ubisoft eine neue Marke vorstellen, Deep Silver auch. Was das ist, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber natürlich auch ein paar Gerüchte. Zum Beispiel The Last of Us 2 wird von vielen erwartet. Resident Evil 7 soll wahrscheinlich kommen und soll eventuell sogar noch schlechter sein als Resident Evil 6. Dann hier Mittelerde Shadows of Mordor 2 ist angeblich in Arbeit. Watch Dogs 2 ist auf jeden Fall in Arbeit. Ob es gezeigt wird, ist noch nicht klar. Genauso wie Destiny 2, was auch auf jeden Fall nächstes Jahr kommen wird. Aber Activision hat wie gesagt keinen Stand. Und dann ist auch noch das Ding, dass Lara Croft dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum hat. Und da könnte man deswegen vielleicht was ankündigen. Vielleicht auch nur ganz viele neue HD-Remakes. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ebenfalls gemunkelt wird über eher unwahrscheinliche Ankündigungen, wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2 oder auch Prey 2. Sehr viel wahrscheinlicher wird EA auf seiner Messe wiederum ein neues Star-Wars-Spiel passend zum jährlich erscheinenden neuen Star-Wars-Film von Visceral halt vorstellen. Und natürlich wieder das komplette immer gleiche EA-Sportspiele-Line-Up wird wieder einmal durchgezogen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dabei, beziehungsweise nicht dabei, ist zum Beispiel das neue Assassin's Creed. Da lässt man sich bei Ubisoft ausnahmsweise mal ein Jahr Pause. Ich bin schockiert. Und leider auch definitiv nicht dabei, Cyberpunk 2077. Das neue Spiel der Witcher-Macher. Und da bin ich wirklich traurig.
Ich freue mich ja sehr auf Red Dead Redemption. Red Dead Redemption! Damn! Damn! Da denkt man sich, Verdammtchen! Verdammtchen! Red Dead Verdammtchen! Da gibt es deutschen Hauptcharakter, wird es da geben. Ich glaube, das Fazit unserer Vorschau ist vor allem 2015. War geil. Das ist toll, dass wir das jetzt in 2016 immer noch sagen dürfen. Aber es war einfach ein Jahr voller krasser Ankündigungen, auch voller viel, wenn man zum Beispiel dran denkt, was dann auch direkt rausgekommen ist und so. Und solche Sachen werden dieses Jahr vermutlich fehlen. Vielleicht gibt es ein paar Überraschungen, wir werden es sehen. Aber die Frage an euch ist natürlich, worauf freut ihr euch am meisten? Und haben wir vielleicht jetzt was vergessen, wo ihr sagt, das würde ich extrem gerne angekündigt sehen, zum Beispiel Half-Life 3? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz blutet definitiv, weil es halt immer noch nicht rauskommt, weil eben diese Entwicklungen so lange dauern. Ich vermisse Drachenkloppe, ich will endlich Koop dieses Spiel spielen und vor allem Shenmue 3. Also wirklich, das wird für mich ein absolutes Highlight-Ding. Da schließe ich mich im Zimmer ein und suchte das Ding durch. Ich will Last of Us 2. Ich habe jetzt Uncharted 4 durchgespielt und Naughty Dog soll mehr machen. Naughty Dog! Sit! Why are you such a Naughty Dog? Nicht Sit, sondern... Gib Pfötchen! Gib Last of Us 2! Das ist doch ein Naughty Dog. Das heißt, ich gehorcht nicht. Gib nicht Last of Us 2. Umgekehrte Psychologie. Naja. Tja, aber es gibt ja nicht nur Spiele, also Software, nein, es gibt ja auch Hardware. Fest steht schon, die neue Nintendo NX wird es nicht zu sehen geben. Dafür arbeiten ja zum Beispiel Sony an der neuen PlayStation 4 Neo und Microsoft an ihrer Xbox One Scorpio, die dafür so richtig fett werden soll, aber eben auch nur ein Upgrade für die bereits erschienenen Konsolen darstellt. Ja, aber vielleicht gibt's ja da was zu sehen. Außerdem hat Sony ja noch die VR-Brille und Microsoft hat vor allen Dingen noch ihre HoloLens. Und gerade letztere haben ja gesagt, also Microsoft, dass die Xbox dieses Jahr etwas machen wird, was sie noch nie jemals zuvor gemacht hat. Lass uns mal überlegen, jetzt mal wirklich so brainstormen, was könnten 10 Dinge sein, die Xbox bisher noch nie gemacht hat? Boah, fallen nicht. 10 Dinge, die Xbox noch nie jemals zuvor gemacht hat. Tortillas, eine PlayStation, Half-Life 3, einen günstigen Controller, Gears of War, wo niemand angeschrien wird, ein Product Placement mit Katja Krasavitsch, ein Xbox Live, wo deine Mutter nicht von kleinen Kiddies gefickt wird, eine Xbox 360, die nicht nach einem Jahr einen Red Ring of Death kriegt, ein Kinect, das so funktioniert wie versprochen, ein Multiplayer, für den du kein Geld bezahlen musst, ein Sketch, der tatsächlich lustig ist, im Gegensatz zu dem hier. Ja, das sind Dinge, die Xbox noch nie gemacht hat, aber eine Sache, die wir zu E3 auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass, obwohl Cyberpunk nicht gezeigt wird, CD Projekt Red trotzdem auf der Messe sein wird, um etwas zu zeigen, was sie auch noch nie gemacht haben. Sie haben noch nie was gezeigt? Nein, sie haben das noch nie gemacht. Ach ja, stimmt, es wird nämlich gemunkelt, dass es ein Free-to-Play im Witcher-Universum geben wird. Und jetzt könnte man ja denken, es wird ein MOBA, so wie das alle machen. Aber es wird viel wahrscheinlicher ein Gwent-Standalone, so à la Hearthstone. Ja, denn Gwent, das gibt es ja schon länger und es war auch dieses Mal wieder dabei. Als echtes Kartenspiel zum Anfassen und auf dem Tisch gegen echte Leute spielen. Im neuen DLC Blood and Wine, das ist diese Woche erschienen. Und das ist vor allem das letzte Abenteuer von Geralt von Riva. Ja, der Witcher geht jetzt in Rente und David hat sich für euch mal angeguckt, wie das letzte Abenteuer denn so geworden ist. Und weil David im Sexurlaub ist, lese ich das jetzt für ihn vor. Alter Robin, nicht weinen. Blood and Wine. Hi, 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 guck mal da. Leute, Wein. Blatt und Wein. So, und Robin, hör auf, dir die Pulsader aufzuschneiden. Mach jetzt die Review. Die Sonne bricht durch den Himmel, streichelt ellenlange Felder voller reifer Weinreben. Am Horizont erkennt man ein prunkvolles Schloss, darunter kristallklare Seen und ein Meer aus Sommerblumen. Ach, ist das schön hier in Toussaint. Hier steht ein riesiger Oger und daneben... Moment mal, was macht denn der Oger da? Ah ja, der prügelt sich mit Geralt von Riva, dem Witcher. Das kennt man ja. Und damit herzlich willkommen zum letzten großen Akt der Witcher-Reihe. Das Add-on Blood and Wine soll ja angeblich das Finale der Spielereihe sein. Was auch immer nun stimmt, sollte dies tatsächlich der letzte Vorhang sein, dann ist es der wohl würdigste Abschied, den man sich vorstellen kann. Mit Toussaint kommt ein neues Gebiet hinzu, samt zahlreicher Quests, die euch rund 30 Stunden beschäftigen. Wer nebenbei noch Faustkampfturniere absolviert, den neuen Gwent-Karten nachjagt, mit dem neuen Mutagen-System herumexperimentiert, auf die Pirsch nach neuen, legendären Witcher-Rüstungssets geht und das riesige Gebiet vollends erkunden möchte, braucht sogar noch deutlich länger. Und dann gibt es ja auch noch das Weingut, das man verwalten darf. So richtiges, echtes Housing-Gefühl kommt da nicht auf, aber wie in einem Mars-Effekt könnt ihr Gefährten, die ihr am Wegesrand trefft, hier hinschicken und Aufgaben verteilen. So füllt sich euer Sitz langsam, aber stetig, den ihr dann mit Bildern oder Trophäen selbstständig ausstaffiert. Getragen wird das wieder einmal von einer Geschichte und Dialogen, die in diesem Medium ihresgleichen suchen.
Die Hauptquest dreht sich um mysteriöse Mordfälle, ist also dieses Mal nicht ganz so ausgefallen wie in Hearts of Stone, dem letzten Add-on, aber Spaß macht das alles wieder auf einem Niveau, das manch anderes Vollpreisspiel nicht hinbekommt. Die Frage ist also gar nicht, ob ihr dieses Spiel braucht, sondern warum ihr es noch nicht gespielt habt. Tja, da hat CD Projekt Red mal wieder bewiesen, dass sie es drauf haben. Wer es anscheinend nicht so drauf hat, sind ArenaNet, die Macher von Guild Wars 2, oder Robin? Ja, die haben ja leider seit längerer Zeit mit ihrer Community zu kämpfen. Zuletzt hat das erste Add-on sehr viele Spieler extrem enttäuscht. Und dann haben sie auch noch versprochenen Content, der eigentlich mit dem Add-on geliefert wurde, einfach auf Eis gelegt, obwohl Leute davon schon Geld bezahlt hatten. Tja, und das ist nicht das einzige Problem oder nicht nur eines von vielen, sondern auch noch ein riesiges Problem tut sich gerade auf und das sind Cheater. Und in einem MMO ist das ein richtig, richtig großes Problem. Ja, aber das richtig, richtig große Problem hatte nicht die Community und auch nicht der Entwickler, sondern jetzt kommt's, der Cheater selbst. Der hat sich nämlich auf Reddit darüber aufgeregt, dass das System unschuldige Leute bannt und ihn als Cheater einfach ignoriert. Ja, der hätte nämlich Teleportations-Hacks, Speed-Hacks, Wall-Hacks, No-Clipping-Hacks, alles auf einmal benutzt, hätte mit dem Spiel in wenigen Stunden tausende Mengen an Gold verdient, die dann sogar für echt Geld verkauft, dann wäre er ins PvP gegangen über Wochen, hätte da im World vs. World auch, also dem Server gegen Server Riesenwelten Matches, alles abgemetzelt, was ihm unter den Mauszeiger kam und das komplett ohne Konsequenzen. Und genau das regt ihn auf, denn ArenaNet behauptet bis heute, nein, ihr System sei perfekt. Unschuldige würden nicht gebannt und Cheater sofort erkannt. Und dann ab Cheater an die Wand. Grüße an Jan Hegenberg gehen raus. Er beweist jetzt allerdings durch sein Cheaten und durch sein Outing, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Cheater haben keine Konsequenzen zu befürchten und das Ding ist so irrelevant, dass es einfach die Leute nichts tun, bannt und rauskickt. Ja, er opfert sich quasi selbst, um die kleinen, unschuldigen Menschen zu retten. Er ist wie ein Cheater Robin Hood. Aber krass, was ist denn, wenn das jetzt die Runde macht, dass die Gaming-Justiz ja wirklich blind ist? Und wie sähe eine Welt aus, in der Verbrecher ehrlich wären? Huh. Oh, Officer! Gut, dass Sie hier sind. Ich habe da hinten gerade zwei Menschen erschossen. Hier, mit der Pistole. Frau und Kind, waren das etwa Ihre? Ja. Oh ja, das ist. Oh nee, das sieht aber fies nach Notwehr aus. Ja, ja, ja. Ja, der eine sah auch echt fies aus. Den anderen kann ich gerade nicht. Ja, ja. Stopp. Was ist denn das hier? Das ist so ein Elektro-Longboard, das habe ich gerade geklaut. Da hat ja eh keiner drauf aufgepasst. Ein Elektro-Longboard? Krass, Sachen gibt's doch. Na denn, vorsichtig fahren, ne? So, du Schwein, wo bist du gestern Nacht gewesen? Da habe ich eine Prostituierte erschossen. Nee, nicht das. Ja, Quatsch, das war eh vorgestern. Da habe ich die Waisenkinder gegessen. Ja. Scheiße, er hat ein Alibi. Dann tut uns die Verwechslung leid. Verdammt! Ihnen ist schon klar, warum ich Sie angehalten habe, oder? Klar, ich bin ja mit 160 durch eine Spielstraße gerast. Da liegen bestimmt auch noch so ein, zwei, drei tote Kinder rum. Das kann schon sein, aber eigentlich wollte ich Ihnen nur sagen, dass das eine verdammt geile Karre ist, Mann. Schönen Tag. Boah, krasser Typ, dieser Nerdcop. Ja, das war's mit 1080 Nerdscope für diesen Samstag. Ja, jeden Tag. Eine Sache will ich noch kurz anmerken. Die Sendung war mir viel zu unlustig und vor allem viel zu seriös. Frodo, ja. Bitte, walte deines Amtes. Die Nachbarn kommen gerade hoch. Wir müssen jetzt leider aufhören. Fertig, Folge ist vorbei. Half-Life 3. Du hast Infinity Warfare gesagt, aber da kann man... Ja. Infinity war falsch, aber egal. Gut, deswegen hast du jetzt ganz auf 7000 Kommentare beantwortet. Du hast doch Infinite gesagt, wir legen... Robin, du hast Infinity gesagt, ich weiß, ich habe Infinity gesagt, das heißt Infinite Warfare. Es tut mir leid, aber wir können den Take nicht nochmal machen, der war zu gut.